Servus, liebe Leute, und ihr seht's schon ganz oben. Ich bin gerade im besten Clan der Welt. Ohne Witz. Ich bin im besten Clan der Welt. Ich hab's selber nicht für möglich gehalten. Hab mal angefragt, ob ich kurz rein kann, kurzer Besuch und vielleicht noch ein Fight gegen einen aus dem Clan machen kann. Hat mich einer, der Deutsch ist, aus dem H2.0 oder ja, H2O Clan angenommen. Richtig geil, und jetzt sind wir im besten Clan der Welt und spielen. Ist das der beste Spieler der Welt? Schade, nicht, aber ist trotzdem gut. Ich frag mal an. Oh, ich freue mich schon so, ey. Geil. Das war das beste Video auf meinem Kanal je jemals, kann ich euch sagen. Und ja, warum denn nicht, warum denn nicht? Hätte auf jeden Fall Bock, jetzt gegen ihn zu gewinnen. Glaubst zwar nicht, dass ich jetzt eine Chance haben werde, aber vielleicht habe ich ja einen Hauch einer Chance gegen ihn. Weiß nicht. Viel Glück, schreibt er. Schreibe ich natürlich auch. Viel Glück, Bro. Und ja, ich habe keine Ahnung, was 4000 Pokale ist, der Kerl. Oh, ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen soll. Mann, Mann, Mann. Das Gute ist, er kriegt halt auch alles auf 8 runtergestuft. Da habe ich irgendwie einen Hauch von einer Chance, weil wir ungefähr dann die gleichen Truppen haben. Da kommt es dann eher drauf an, wer ein bisschen besser spielt und nicht, wer die höheren Truppen hat, sondern, wie gesagt, wer besser mit den ganzen Karten umgehen kann. Das ist auf jeden Fall gut, und so habe ich auch eine Chance. Im normalen Match hätte ich so einen Spieler natürlich null Chance, sehr logisch. Denn er ist natürlich weit, weit über mir mit den Pokalen. 1000 Pokale über mir, das ist echt eine stolze Summe. Und sowas kann man nicht einfach kompensieren. Und wenn es halt mit dem gleichen Level ist, kann man das noch ein bisschen regeln. Aber ist natürlich auch schon ganz schön schwierig. Kann man aber eher schaffen, wie wenn die das gleiche Level nicht hätten. Und jetzt sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir schicken mal die Prinzessin vor, dass die mal noch ein bisschen Schaden austeilt. Prinzessin sollte 2 Hits drauf kriegen. Ja, perfekt, 2 Hits drauf. 1513, 1516 meine ich natürlich, haben wir auf dem Tower, ist schon mal nicht schlecht. Und wir setzen auf jeden Fall mal den Elixiersammler hier hin, damit wir noch ein bisschen was reisen können, ein bisschen Elixier pumpen. Und ja, so Videos gefallen mir eher am besten. Ist eher am coolsten mit Abstand. Ah, das Schweinchen würde jetzt ein bisschen Schaden machen. Traurig. Ich wollte gut gespielt schreiben. Wollte wow schreiben, ich zecki. Wow wollte ich schreiben, nicht. Irgendwie so. Ah, vielleicht gewinnen wir ja gegen ihn. 4000 Pokale, das ist krass. Mega krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt mal gegen so einen guten Spieler spielen werde. Muss nämlich noch ein bisschen reinpumpen, das Spiel. Aber vielleicht gewinnen wir gegen den... Einer der besten Spieler im besten Clan der Welt. Ich kann es kaum fassen. Im besten Clan der Welt zu sein, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man mal machen, kann man mal machen. Und Schweinereiter, go. Ach, shit. Shit, shit, shit. Er spielt echt gut, das muss man ihn lassen. Er ist nicht unverdient so weit hochgekommen. Das habe ich mir aber auch schon gedacht, dass er gut spielen wird. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er jetzt nicht spielen kann. Das war eigentlich klar, dass er unfassbar gut spielen muss. Hab's mir schon, um ehrlich zu sein, gedacht. Hab's mir gedacht, aber naja. Wenn ich überhaupt einen Hauch von einer Chance habe, bin ich schon zufrieden hier gegen so einen Gegner. Unfassbar, hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich gegen so einen Gegner eine Chance haben werde. Ich gehe so unter, aber geht eigentlich noch voll klar. Geht noch voll klar. Ja, sieht eigentlich noch recht passabel aus. Perfekt natürlich nicht, aber passabel. Ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, wenn wir in einem normalen Kampf so wären und ich so gegen ihn spielen würde. Würde ich direkt unterschreiben, aber Nunjin wird es leider nicht geben. Denn ich werde leider verkacken, aber naja, passiert. Passiert der Beste. Setzen wir nochmal einen Elixiersammler hin. Setzen wir nochmal einen Riesen hin, der seine Queen und so weiter abfängt und so weiter und so fort. Barbaren. Setzen wir natürlich auch noch hin. Die dann ein bisschen abhalten, Schweinchen. Und ja, ein Elixier, ein Punkt left. Alter, wenn wir jetzt pushen. Push, push, push. Pascal, pushen. Alter, darf nur nichts kriegen, Mann. Der darf nur nichts kriegen. Nein. Come on, Grider. Nein. Nein. Acht hat er noch recht gehabt. Nein. Was ein geiles Spiel. Was ein geiles Spiel, Mann. Was ein geiles Spiel. Was ein krass geiles Spiel. Mann, 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 war das cool. Jungs, ich bin raus vom besten Clan der Welt. Also ich würde mal sagen, haut mal rein und besucht ihn vielleicht mal, falls ihr reinkommen könnt. Ich bin jetzt auf 3000 Pokale, würde ich hier nur mal erwähnen, wäre ich hier auch niemals reingekommen. Beste kleine Welt hier, der Beweis. Und ja, ich würde sagen, haut mal rein, bis zum nächsten Mal und ciao.
Wenn ihr es öfter sehen wollt, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr Stuff von Clash Royale. Haut rein, bis dann, ciao. Limba română se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți fraiere, cam avut pize ca aia, deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Blocul pentru tine un sac pe verticală. Mergi la sală ca un prost fără rost. Un popos nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici că te zbor din extincină.